Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Ihr bringt mich in Schwierigkeiten. Bitte, ihr müsst jetzt gehen. Aber wir sind gekommen, um dir zu helfen. Warum? Hat euch meine Mutter geschickt. Sie hat mir immer vorgesungen, wisst ihr? Ich vermisse sie ganz doll. Du gehörst nicht hierher. Weißt du überhaupt, wie alt du bist? Natürlich weiß ich das. Ich kann mich nur nicht daran erinnern. Aber ich bin einmal 10 geworden. Meine Mama hat einen Kuchen für mich gebacken. Ich kann mich daran erinnern, dass er so blau war wie das Meer. Ich hatte mal einen Teddybär wie diesen. Ja, genau so einen wie diesen. Es ist deiner. Meiner? Meine Mutter hat euch geschickt! Mami! 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 Sei vorsichtig! Habt ihr den Schlüssel gefunden? Natürlich.
Wir dachten, ihr wärt tot. Ihr solltet ins Lager zurückkehren. Richard ist völlig aufgelöst, weil er dachte, er hätte euch für immer verloren. Ja, aber David, ihr und ich, wir haben Wichtigeres zu tun. Fuge Hinterhalt war kein Zufall. Ihr braucht euch um Fuge keine Sorgen mehr zu machen. Er ist tot. Glaubt ihr, es befindet sich ein Verräter unter uns? Nicht unbedingt. Glass, Silvers Tochter, ist eine Zauberin. Sie besitzt eine Kristallkugel. Es ist wahrscheinlich, dass sie unsere Aktionen beobachtet und ihrem Vater davon berichtet hat. Dann könnte sie uns auch jetzt beobachten. Kommt, wir müssen schnell handeln. Wartet, habt ihr William gesehen, als ihr nach den Kerkerwachen gesucht habt? Er ist in einer der anderen Zellen. William konnte bereits entfliehen. Wir haben ihn in der Taverne in Rain getroffen. Gut, ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ich hätte erwartet, er wäre Fuge zum Verhör vorgeführt worden. Die anderen seiner Truppe sind niemals zurückgekehrt. Vielleicht gibt es auch für sie noch Hoffnung. Vielleicht. Los, komm schon. Glass wird uns bereits erwarten und wir wollen sie doch nicht enttäuschen. Ich habe euch erwartet. Dann wisst ihr ja auch, warum wir hier sind. Wir wissen, dass ihr uns beobachtet habt. Ihr bespitzelt uns im Auftrag eures Vaters. Ihr unterschätzt mich, aber in einem Punkt habt ihr recht. Ich habe viele Dinge gesehen. Und ich hätte euch zu jeder Zeit Einhalt gebieten können. Es war meine Entscheidung, euch gewähren zu lassen. Und warum solltet ihr etwas derartiges tun? Wie ihr hasse auch ich meinen Vater. Ihr würdet doch jetzt alles sagen. Was? Um euch zu beschwichtigen? Um euch davon abzuhalten, mich zu töten? Macht euch nichts vor. Ihr könntet mich gar nicht töten. Dann sagt uns, warum ihr euren Vater hassen solltet. Er hat meine Mutter ermordet. Wenn ihr wissen wollt, wer der Verräter in euren Reihen ist, geht nach Deadgate. Dort findet ihr die gequälten Seelen aller gemeuchelten Rebellen. Sie müssen in der Vorhölle darauf warten, dass ihr Tod gerecht wird. Sie werden euch den Namen des Abtrünnigen nennen. David, geh zum Hafen von Verdante und bucht eine Überfahrt nach Deadgate. Ich kehre nach Haven zurück, um festzustellen, wie viele von meinen Männern noch übrig sind. Ihr glaubt ihr? Ja, das tue ich. Wenn ihr so mächtig seid, warum könnt ihr uns da nicht sagen, wer uns hintergangen hat? Ich kann den nicht sehen, dessen Namen ich nicht kenne. Sie bestand darauf, dass ihr ihn so schnell wie möglich im Tempel des Orakels aufsucht. Ich bin der Schreiber. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer. Erzählt mir von euren Taten.